Oh, das war eng. Okay, 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 raus. Ich mach hier Quatsch gerade. Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Alpha Saphir. Hier ist wieder euer Röhnchen. Und ja, er ist jetzt seit einer Pause mal wieder da. Und ihr seht schon, warum eine Pause war. Ne? Als erstes, neuer Background. Ne? Einmal ein bisschen umgebaut, etc. Dann, wir haben eine neue Kamera. Hier, herzlichen Dank an Mrs. Hä, die mir diese überlassen hat. Feier ich. Bombe. Jetzt ist alles flüssiger, alles hochauflösender. Jetzt könnt ihr mich, den Scheißkerl hier, besser betrachten. So, ne, da müssen wir ein neues Headset holen. Hier neues Mikro, das wisst ihr ja schon. Und ein bisschen umgebaut, Arbeit kickt halt. Und jetzt kommen aber wieder regelmäßig Videos, was Alpha Saphir und Rejuvenation angeht. Zudem möchte ich nochmal ganz kurz was anmerken. Und zwar, die liebe Tayamon. Die hat mir was gehäkelt. Ne, und das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ne, ein schönes, liebes Vulpix, Alola Vulpix vor allen Dingen. Ne, hat sie mir selber gemacht und ach, Taya, ganz großes Handherz. Wirklich. Ich liebe es. Ne, vor allen Dingen kannst du mir jetzt immer über die Schulter gucken. Ja, so als kleines Maskottchen. So, jetzt aber ohne groß zu schnacken, starten wir jetzt einfach mal ins Spiel. So. Ja, für diejenigen, die halt die Playlist etwas, später schauen, für die ändert sich halt rein gar nichts. Für diejenigen, die jetzt die ganze Zeit auf den Part gewartet haben, ich entschuldige mich dafür, wirklich. Und vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle für die großartige Community, wirklich. Die einfach dazu hält und die auch im Discord mit aktiv ist, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. Für euch mache ich das wirklich sehr gerne. So, jetzt, wie gesagt, kommen regelmäßig wieder Videos. Wir sind hier in Malvenfro City angekommen und ich habe mich schon mit Tränken und Pokébällen eingedeckt. Denn bevor wir in die Arena gehen, wie sieht unser Team aus? Ja, unser Team ist soweit fresh. Werden wir noch einen Abstecher auf die nächste Route machen, uns noch einen Encounter fangen und noch ein paar Trainer kloppen, um einfach ein bisschen zu trainieren. Das ist soweit der Plan. So, Route. Jetzt habe ich nicht geguckt. Malvenfro City und Route 117. Genau. Hier gibt es, by the way, die Pokémon, the Pokémon Pension vor allen Dingen. ne, wer hier züchten will, ist hier an der richtigen Stelle. Wir wollen aber ein paar Trainern auf Oma hauen und noch ein Pokémon fangen eventuell. So, hier haben wir die ersten beiden. Direkt ein Doppelkampf. Yippie-yay. Senior. Iam und Ida. Okay. Zigzags und Magneta. Ich habe Newton vorne und wen noch? Flats. Ist gut. Flats ist super. Ne, als erstes nehmen wir dieses Magneta raus, weil, darum. Das sehe ich als größere Bedrohung da. War. Windstoß, Magneta, Mori. War ja klar. Zum Glück nicht auf Flats. Schöner One-Hit. Geil. Ich habe vergessen, wie stark Flats eigentlich ist. Kommt los. Ah, macht nix. So, jetzt machen wir die Zigzags fertig. Easy going. Jo. Flats regelt.
So, was haben wir denn hier für Bären? Salamabären, okay. Ja, nehmen wir mal die beiden mit hier. Lässt das noch stehen. Müssen wir gleich mal gucken, was sie überhaupt bewirken. Weiß ich nämlich gar nicht mehr. Okay, nur für Pokriege. YouTube. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was ist eigentlich. Ja, alles okay. So, hier ist Gras. Hier können wir ein Pokémon fangen. Das machen wir jetzt direkt auch. Und wir kommen ein. Ein Roselia. Okay, cool. Wir haben zwar schon Wingo als Pflanzen-Pokémon, aber Roselia nimmt man immer gerne mit. Auf was gehe ich raus? Ja, am besten der Flats. Ja, das ist die beste Option. Wohl Flats. Wie kann Flats das Ding angreifen? Ärgerlich. Windschuss tötet, ne? Windschuss tötet das Ding einfach. Nee, Flats kann das Ding gar nicht angreifen. Ah, oh, wie machen wir das? Wir gehen raus auf Speedy. Speedy macht das. Roselia, ein Pflanzengift-Typ. Ich hab's anfangs, also wirklich als die dritte Generation rauskam, ich habe es wirklich massiv unterschätzt, dieses Pokémon. Roselia an sich ist schon. Ist nice. Kann ich jedem mal empfehlen, der ein Pflanzen-Pokémon haben möchte. Wer auch keine Roselia ausprobiert hat, fangt euch eins. Später auch mit Gen 4 sogar noch die Weiterentwicklung zu großer Rade und dann ist das Ding sowieso Nonplusultra. So, aber hier in Gen 3 weiß ich gar nicht, ob es sich hier überhaupt entwickeln kann, weil eigentlich ist das Spiel rausgekommen zu Gen 7. Ja, also zu Alola. Ja, doch zu. Das kam nach Alola. Und zu dem Zeitpunkt existiert Roserade schon. Kann es sich hier weiterentwickeln oder sind hier noch die Gen 3 Regeln? Klärt mich mal auf. Wenn sich hier zu Roserade weiterentwickeln kann, ja, Happy Birthday. So, wir haben Roselia gefangen. Natürlich geben wir ihm einen Spitznamen. Wie nennen wir Roselia? Ein weibliches. Ich glaube, ich weiß. Dornröschen. Jawohl. Dornröschen haben wir gefangen. Und ich gehe persönlich einmal ganz kurz im Pokémon Center, weil ich habe gesehen, die AP von Newton, die war nicht mehr allzu fit und jetzt mit einem paralysierten Flats und sowas habe ich gar keinen Bock drauf. Wir gehen jetzt einfach nochmal zu uns. Wir gehen jetzt auch mal kurz zurück. Ja, ich muss mich wieder daran gewöhnen, wieder aufzunehmen, wieder viel zu labbeln. Wie gesagt, in letzter Zeit kam halt nicht viel. Beziehungsweise gar nichts. Was halt sehr durch die Arbeit verschuldet ist, die ich halt zurzeit habe. Aber jetzt habe ich momentan Urlaub. Deswegen kann ich jetzt gerade in Ruhe aufnehmen. Ein bisschen vorproduzieren sogar. Und ja, demnächst halt, die Umbauten sind halt fertig. Demnächst kann ich auch nach der Arbeit immer mal den einen oder anderen Part aufnehmen. So, hier haben wir den nächsten Trainer. Ein Triathlet. Der Igor setzt ein Dodu ein. Da sind wir mit Newton natürlich sehr, sehr gut. Elektrostark gegen Flug. Und
und unten an der Stelle den Ladestand. Newton braucht eine stärkere Elektroattacke. Definitiv. Wann lernt Newton eine Okkulte? Eieiei. Das tat weh. Aber weh. Dafür haben wir Tränke gekauft. Daher ist alles in Ordnung. Ja, das war der Gela wieder für diesen Part. Also alles beim Alten. So. Natürlich werde ich auch hinter mir im Background immer wieder Sachen neu dazustellen, wenn ich auch Sachen halt bekomme. Ne? Demnächst bekomme ich, glaube ich, noch etwas von einer guten Freundin, noch als verspätetes Geburtstagsgeschenk. Und das landet natürlich auch da hinten. Ne? Was es sein wird, ich weiß schon, was es ist, ne? Aber euch verrate ich das noch nicht. Ja, eine kleine Überraschung ist auf jeden Fall, dass es hinten. Ja, und zudem, ich habe noch einen Auftrag gegeben für diejenige, also für Tayamon, ne, nochmal herzlichen Dank für das Vulpix. Sie wird mir demnächst noch was häkeln. Natürlich zu einem Aufpreis, aber was es auch sein wird, ihr könnt ja vielleicht raten, welches Pokémon es wird, welches Pokémon sie häkeln wird. Würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Oh, das war eng. Okay, raus. Ich mache hier Quatsch gerade. Nicht so viel labern, Aurönchen, bisschen nachdenken. So, wir haben dann Ringal, deswegen Newton. Alter, was mache ich denn hier für Quatsch? Ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, welches Plüsch-Pokémon als nächstes hier hinkommt. So, da schon. Geht dann natürlich daneben. Und wir sind verwirrt, oder? Nein? So, jetzt aber. Vierfach effektiv. Das killt Wingull. Tschüss. Oh, da brauche ich der Quatsch. Knilz. Jetzt machen wir die Knilz. Wir haben Flats. Speedy kann ich nicht mehr einsetzen, auf keinen Fall. Gut, Flats wird's regeln. Stärkstes Pokémon im Team. Der Egelsamen, der stört mich jetzt auch nicht weiter. Wir werden dich gleich richtig penetrieren im Windstoß. Natürlich nervst du wieder mit der Stachelsporn. Natürlich. So, noch ein Windstoß und das war's. Ist natürlich jetzt schneller. Durch die Power. Und wir sind vollständig paralysiert. Das Spiel zieht sich wieder in Länge. Mann, komm schon. Danke. Jetzt müssen wir auf jeden Fall raus, schick alles kommt. Um den Egelsamen loszuwerden. Nein, Azurill. Das ist jetzt normal Fee. Ja. Das wird erst bei der Weiterentwicklung zum Wassertypen. Normal Fee. Ich habe weder Stahl noch ein Gift-Pokémon. Meins wird es machen, weil Azurill kann Wasserattacken, wenn ich mich nicht irre. So, Blubber und Aquaknarre und so was. Da kommt ein Blubber, jawohl. Das resistieren wir natürlich mit Mind. Und
können an der Stelle ruhig eine Aquavelle drücken, weil es noch kein Wasser-Pokémon ist. Tankt ganz schön. Aber die Verwirrung triggert. Natürlich greift es sich selbst an. War ja klar. Jetzt so. Sehr nice. Der hat 6 Pokémon, oder? Boah. Okay, Goldini. Was könnte Goldini, was Wingull nerven könnte? Nix Dolles. So, der hat einen Geisterspiel gestartet. Ich glaube, Wingull war speziell offensiv besser, ne? Da drücken wir den wieder halt. Das nochmal zum Thema speziell offensiv. Aber jetzt wird der Widerhall ja immer stärker. Guter Schaden. Wir nehmen es aber jetzt raus. Ruckzuck-Hieb. Wollen wir einen Ruckzuck-Hieb beibringen? Eigentlich nicht. Eigentlich die Attacken, die es jetzt noch kann, alles gut. Wollen wir nicht. Ein Knospi. Okay, da Knospi hier existiert, ist auch ein Gen 4 Pokémon, gibt es hier auch Roserade. Damit haben wir das Rätsel schon gelöst. Was kann Knospi? Es kann Pflanzenattacken, die neutral treffen. Es könnte Giftattacken. Ich möchte eigentlich wieder auf Flats raus. Flats, die Eggsamen müssten jetzt weg sein. Ah, es ist nur noch die Para da. Und wir drücken mal einfach den Windschuss. Nassmacher interessiert uns gar nicht. Wir haben gar kein Feuer. Wir haben noch überhaupt kein Feuer. Deswegen ist uns egal. Na, noch ein Windstoß, das war's. Sorgensam. Das ändert die Fähigkeit, ne? Ja. Okay. Das ist jetzt auch nicht mehr zu sehr. Vielleicht beherrscht keine Käferattacke. Noch nicht. Ich hoffe, wir haben mal, dass Flats bald mal den Silber aufklärt. Ein Ineku. Das letzte Pokémon. Gut, dann gehen wir mit Seismo rein. Seismo wird unser MVP in im nächsten Arena-Kampf. Säusestimme. Oh, das ist sehr effektiv. Macht aber nichts. Geil. Ja, Kraftwelle. Ja, okay, wir hätten auch Mogelhieb drücken können. Aber wir haben zu spät gesehen. Aber Kraftwelle, ja. Gut. So, dann rennen wir jetzt nochmal nicht zurück, weil wir haben Trinke. Wozu habe ich den gekauft? Und wir haben sogar einen Paraheiler. Ein. Super. Flats. So. Frage. Wann entwickelt sich nun mal Linkada? War das Level 20? Wenn ja, müssen wir gleich mal aufpassen. Weil dann müssen wir einen freien Platz im Team haben, damit wir zwei Pokémon bekommen statt nur eins. Ja, Weiterentwicklung. So, ein Käfermaniac setzt Linkada ein. Gut, Mirror Match. Wir sind vom Level her stärker. Wir drücken hier einfach an der Stelle den Zerschneider und gucken mal. Oh, ist okay. Das war Crit. Okay, dann ist es nicht okay. Nee, das ist viel zu eklig. Da gehen wir raus auf Mainz. Das ist ja viel zu ekelhaft. Ja, Linkada ist bulkiger auch als ich dachte.
Das ist so ein Pokémon, das trainiere ich, habe ich in der Regel so doch gar nicht trainiert. Deswegen war ich sehr überrascht. Ein Pudox. Das treffen wir auch sehr effektiv mit einem Flügelschlag, mein Freund. Giftpuder. Kann das Ding schon Giftschock? Wenn ja, ist das böse. Wir gehen da lieber raus. Weil wenn es Giftschock kann, haben wir da absolut keinen Spaß dran. So, wir gehen wieder raus auf Flat. Konfusion, okay. Kein Ding, Windstoß, sehr effektiv. Stab. Killed. Boah. Ich hab Papinella immer unterschätzt. Das werde ich jetzt auch nicht machen. Windschnitt lernt's jetzt, oh mein Gott. Ja, Windstoß vergessen auf jeden Fall. Eine viel stärkere Flugattacke. Okay, hinterher ist, jetzt kommt der Windschnitt und nimmt das Ding einfach auseinander. Ja, ich wollte schon sagen, wenn das nicht killt, dann weiß ich auch nicht. Wir hatten Gegengifte, ne? Ein. Haben wir denn Bären? Ja, 40 Bären sehe ich schon. 14 Stück, alles klar. Marena-Bär normal oder reicht. Also wenn wir irgendeinen Status bekommen, können wir es heilen. Du wolltest nicht kämpfen? Okay, was haben wir hier oben? Zerschneider. Geweiher. Wäre jetzt nicht so cool gewesen, das zu bekommen. Erstens, wir haben schon zwei Wasser-Pokémon und wir haben schon zwei Käfer-Pokémon. Von daher, nee, wäre jetzt nicht so doll. Maske Regen an sich, Top-Pokémon. Vor allen Dingen vom, von der Geschwindigkeit her. Kannst du mal bitte für uns spielen? Please. Please, fliehe. Danke. Ein Beleber, ja. Den können wir gleich verkaufen, dann lasst euch natürlich gar nichts. Da ist ein Trainer. Das ist hier unten. Okay. Super Bowl, nehmen wir. Sehr schön. Dann gehen wir Speedy nochmal einen Trank, weil ich bin feige. Speedy muss halt trainiert werden. Was haben wir hier? Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Ja. Die habe ich alle selbst gepflanzt. Aha. Okay, was gibt's hier? Okay. Okay, was bist du? Flunkifanit. Jawoll. By the way, wer es nicht weiß, wir brauchen diese Steine, um die Mega-Entwicklung auszulösen. Weil in dem Fall haben wir den Stein für Flunkifer. Nur wir haben keinen Flunkifer. Schade eigentlich. Könnten wir die Mega-Entwicklung auslösen? Oh. So, wieder 6 Pokémon. Und er fängt mit einem Flurmel an. Ist Blutsauger hier schon? Warte mal, das checken wir mal eben. Hm.
Attacke. Ja, bricht. Attacken. Ne, Stärke 20. Das kam Alpha Saphir vor? Alola? Dann ist es nämlich Gen 6 und nicht Gen 7. Okay, Blutsauger ist noch nutzlos. Ne? Weil wäre es jetzt Gen 7, hätte Blutsauger eine Stärke von 80. Und nicht von 20. Ja, Ola, zum Glück kein Wiederhall. Das heißt, Speedy macht das Ding kalt. Jo. Tschüss. Schwalbidi, hier gehen wir auf jeden Fall raus, weil Speedy ist hier klar im Nachteil. Und dieses Ding. Newton. Du bist gegen Flug-Pokémon stark. Nutze es. Danke. Spezialangriff. Boost. Nehmen wir. Ja, Newton kann aber drinbleiben. Mal gucken, wie viel Ladestrahl jetzt macht. Boost. Ich glaube, da war die Chance auch sehr hoch, dass es nach dem Ladestrahl sich boostet. Nicht zu 100%, aber die Chance halt sehr hoch. Und damit ist er auf plus 3. Da kommt Studium-Junior. Was kann Studium? Kann Studium-Junior schon eine Bodenattacke? Lehmschelle bestimmt. An dem Stelle ist jetzt aber nicht so tragisch. Ich will Newton nicht riskieren. Wenn das Ding irgendwie eine Bodenattacke beherrscht, dann war es das. Ich will es einfach nicht riskieren. Kannst du Gesteinsattacke? Wir gehen auf. Wir gehen ganz safer Play mit Seismo. Egal ob es Gestein oder Stahl einsetzt, wir resistieren das. Boden wird neutral getroffen. Felskram. Der Switch auf Mainz wäre tödlich gewesen. Wir können hier wieder die Kraftwelle drücken. Das Ding vierfach effektiv treffen. Wow. Metallklaue ist. Warte mal, sind Stahlattacken gegen Kampf-Pokémon neutral? Okay. So, es ist paralysiert. Jetzt dürften wir schneller sein, ne? Wir waren nicht schneller. Oh mein Gott. Und hatten einfach das Glück, dass das Ding eine Full-Para hatte. Der hätte Seismo gekillt. Ohoho. Wow. Newton will Sternschauer lernen. Ah. Ja, komm, statt Walzer. Weil Walzer werden wir sowieso nie einsetzen. Nicht in der Maske. Ja, wir gehen auf Mainz. Mobilieb, okay. Vollkommen im Rahmen. Und wir können hier den Flügelschlag drücken. Nice, schau. Kraftwelle resistieren wir. Kriegen aber die Paare. Sind wir trotzdem schneller als Makuhita? Weil wir haben gerade gelernt, Makuhita ist sehr langsam. Wir sind schneller. Wow. Ein Pfiffchen zum Schluss. Da wäre Seismo wieder richtig gut drin, aber. Nein, das riskieren wir nicht. Wir gehen auf Speedy raus, weil der Blutsauger trifft das Ding sehr effektiv. Das ist ein Stab-Blutsauger. Also eine Stärke von 60 wird's haben. Ulla. Doof. Der hat mich gelesen wie ein Buch.
Brüller war jetzt sehr unschön. Wir gehen wieder raus aufs. Gut, das ist okay. Wie viel macht der Blutsauger? Ist okay. Ist tatsächlich okay. Für einen Blutsauger auf jeden Fall. Das war natürlich ein Crit. Dass wir aber schneller als wir vier sind, wundert mich auch. Speeden wir und nehmen es raus. Jetzt können wir Sternschrauben einsetzen. Speeden 19. 21. Sehr schön. Ich weiß, dass mein Team einfach großartig ist. Ich habe auch super Bock. Jo! Wir sind in Wiesenflur City angekommen. Was heißt Wiesenflur City? Das ist nur Wiesenflur, ne? Ja, dieses Dörflein, da kann man nicht City nennen. An der Stelle ist aber leider der Part schon wieder zu Ende. Wir werden im nächsten Part Wiesenflur ein bisschen erkunden und uns die Trainer in der Arena mal stellen. Und ich glaube, von Wiesenflur City aus im Norden und im im Norden und Osten gibt es auch noch ein paar Trainer, die man bekämpfen kann, ein paar wenige. Das Training werden wir mitnehmen und dann vielleicht Ende des nächsten Parts noch den Arena-Kampf mitnehmen. Werden wir mal sehen. Ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Einschalten, dass ihr eingeschaltet habt und würde mich auch sehr über ein Däumchen freuen. Ansonsten euch noch einen schönen Tag, euer Aurelien. Bis dann, ciao.